mir wirfst. Ich bin Rosabelle. Ich habe gerade eine Zwischensequenz. Was wisst ihr über diese Kobolde? Die Kobolde sind vor langer Zeit hier eingefallen. Sie zerstörten das Königreich und der Wald verwilderte. Frau Königin, wissen Sie etwas über eine sprechende Blume? Oder wissen Sie, warum die Pflanzen so wild wachsen? Ich kann euch mehr verraten, aber erst müsst ihr mir helfen. Draußen am See ist ein Schloss. Das Haus meines Vaters. Dort sitzt nun der Koboldkönig und beschmutzt die Hallen. Erschlagt ihn und ich sage euch alles. Ihr könnt alle Schätze, die ihr findet, behalten. Quatsch bei euch? Warum können... Rosabelles Einladung zum Abendessen sofort an. Als ihre Gastgeberin sich für die Nacht zurückzog, sammelten die Helden ihre Stärke. Bald verließen sie das unheimliche Haus. Es war schon spät, aber ihre Aufgabe trieb sie weiter. Warum kann man nicht einfach mal alles Sack kriegen? Diese Rosabelle ist schon eine feine Dame. Ja, warum verrät sie uns nicht, was sie weiß und sagt dann, aber dafür könnt ihr mir ja erstmal einen Gefallen, oder danach könnt ihr mir einen Gefallen tun oder so. Bei der Figur von der Frau weiß ich, warum der Zwerg die Wände beschmutzt hat. Hä? Oh, Wichsen, ey. Ja, aber das ist nicht mehr lustig. Warum ist das nicht lustig? Weil es nicht lustig ist. Und die Frau sah ja scharf aus und die haben das ja gerade selber hier noch gesagt. Ah, oh, also ich glaube, das war für irgendwas gedacht. Ah, wir müssen das irgendwo hinleiten. Da, wo es... Kennst du das Ding unten? Nein, hier unten ist so ein Teil. Du, wir spielen hier mit Bällen. Ich merke schon. Das hängt da so schön runter. Das hängt da so schön runter. Nimm doch, kannst du dir den Baumstamm hier in die Hand nehmen? Bestimmt nicht, das geht nicht, das ist niemals. Wie kommen wir denn? Und vielleicht kannst du den in die Richtung kippen da, Lumi? Oh Mann, ey. Das macht so viel Spaß, mit dem zu trollen. Das ist herrlich. Was soll ich damit machen? Dass das Wasser nach rechts läuft. Ja, noch weiter nach rechts. Tatsächlich, nee. Moment. Toll, danke, also, das hat mich nass gemacht. Wir brauchen hier, nein. Das macht so viel Spaß. Warte mal, wie ein Kleinkind. Tatsächlich? Ja, ich hab's schon verstanden. Nein, mach doch. Tatsächlich, glaube ich, reicht das nicht. Und schieb's dann rüber. Komm. Tatsächlich hast du schon die richtige Idee, mit der Planke, die noch dann auf den Baumstamm hier zu legen. Das reicht nicht. Oder? Du hast ja die Planke da hingelegt, wo es hin muss, ne? Ah, es funktioniert also doch. Ja, meins. Siehst du, ich soll ein bisschen mehr zusammennehmen. Das war nur, um die Gegner zu erreichen, glaube ich, tatsächlich. Oh, und Gegner zu spawnen. Da ist ein fieser Baum im Hintergrund. Der Baum im Hintergrund ist echt fies. Hier oben liegt noch was drauf. Kann ich eigentlich... Der ist doch voll lieb, der hat doch gar nichts. Aber der guckt voll gemein und so. Nicht alle, die gemein gucken, sind auch gemein. Wie kann ich eigentlich meinen... Nein, ich will nicht wechseln. Was ist das für eine Blume? Kann ich eigentlich meinen Pfeil wechseln? Nein! Benny! Die Pflanze daneben ist viel übler. Sieht aus wie so eine Katze. Die sieht lieber aus. Hallo? Wie konnte ich meinen Pfeil wechseln? Keine Ahnung. Ich glaube, die mag dich. Ich kann das hier da ranschmeißen. Ey, wir haben vorhin hier unten Giftgas, ne? Du musst dir irgendwie was, eine Brücke bauen für uns, glaube ich. Nee, ich fackel das ab. Ah. Nee, ich kann trotzdem nicht hier rein. Und unten ist giftiges Gas. Moment. So ein bisschen das Problem. Danke, Felix. Aua. Ich drücke aber auch schwer. Ey, cool, okay. Das gab ein Achievement. Felix opfert sich. Und das gab ein Achievement. Weiß nicht. Hast du was ähnliches wie Bandafutter? Ich hab das Achievement schon. Lumi, das ist gefährlich, wo du stehst. Lumi, willst du auch nochmal hoch? Da gibt's das Achievement. Ich hab, das kriegt jeder von uns. Ich hab das Pokémon-Modus bekommen. Echt? Ich muss noch mal kurz in den Einstellungen gucken. Echt? Die kannst du, glaube ich, hier drehen übrigens mit deinem Zauberer-Magie. Du musst übrigens wieder eine gefährliche Stelle. Ich wollte da nicht runterspringen. Das ist wieder eine gefährliche Stelle. Du kannst übrigens die Kanonen dann, glaube ich, drehen mit deinem Magier-Gedöns. Oh. Oder nicht? Aber das hält sich halt nicht. Die sehen so aus wie drehbar.
Ja, ja, sie sind auch drehbar, aber sie halten halt nicht. Aber die hier unten kannst du auch drehen. Irgendwo anders hin. Oh, ja, dreh die auf euch. Ganz kurz, jetzt bin ich gestorben, obwohl ich da nicht mal was gemacht habe. Sehr schön. Nee, was soll ich denn? Vielleicht weil du nichts gemacht hast. Keine Ahnung. Die da unten. Wechseln, J. Ich meine, jetzt kannst du auch, glaube ich, lassen. Jetzt ist es, glaube ich, Wurst. Und die Frage, komme ich eigentlich hoch? Ich könnte euch halt hier was... Ich komme hoch. Ja, ich bin oben. Du kannst einfach hochspringen, ganz normal. Oder du machst es so und dann kannst du jetzt einfach hochlaufen. Kommt Felix eigentlich mit? Naja, ich will es wieder rauchen. Nein, ich will nicht rauchen. Wieso bist du tot? Ich wollte ja eigentlich, wie gesagt, mein... Wo bist denn meine Waffe wechseln. Ah, jetzt habe ich einen Feuerfall. Hui, wegen dieser blöden Pflanze, die da so geil auf uns ist. Ach so, die nächste Pflanze. Aber, schieb mich runter, dankeschön. Hier wollte ich zum Gras vorwerfen, damit ich nicht getötet werde. Will ja eigentlich hoch. Kann man hier rüber noch? Ich brauch aber. Da links ist nichts mehr, da war ich gerade. Ne, du musst mir erstmal was zum Draufstellen bauen, Lomi. Kommst du nicht? Moment. Felix steht im Weg an der Stelle. Schwingt das Teil jetzt nicht mehr? Weil ich es angehalten. Halt! Stopp! Toll! Du kannst übrigens doch mich schieben lassen. So, jetzt muss es nochmal. Ja, nicht so weit. Wenn da ist, kannst du es. Du musst es aber schwingen lassen. Du musst mehr Schwung dem Ding geben, sonst. Also ich komme darüber, aber. Nein, nicht so viel! Übertreibst doch nicht so! Du hast gesagt, mehr Schwung geben! Ne, aber nicht so viel! Versuch aber doch nicht allen Schwung, den du hast! Ich wollte dir nur helfen, Mann! Nie mache ich was richtig für euch! Nee. Fingerspitzengefühl nein, und so! Nein! Autsch! Na Lumi, kannst du dich auf den Ball halten? Hilfe! Ich bin tot. Ich bin wieder von einer Pflanze gefressen worden. Schon wieder? Wo muss ich jetzt hin? Ich bin tot. Hier liegt mir was im Weg, was wir hier vorhin mal hingeworfen haben, glaube ich. Fuck. Toll, wo ist denn die nächste? Lumi kann einfach Escape und Return to Last Checkpoint drücken und ich krieg das Ding hier nicht weg. Die blöde Füße, die kennen wir komplett im Weg. Jetzt, wo mich Felix heldenhaft retten möchte, drücke ich doch nicht Escape. Boah, hier sind aber viele von den Pflanzen. Meine Güte. Nochmal hier rüber, ne? Oh, ups. Die treffen immer übrigens, die Pflanzen. Ja, hab ich auch schon gemerkt. Ein bisschen bitter. Das Ausweichen ist da nicht. Wo seid ihr denn? Oh, hier ist nochmal sowas mit. Mit was, wo man Wasser drauf machen muss, vielleicht? Ich hätte Hilfe gebraucht, tatsächlich. Hier wo links. Wo bist du denn? Oh, was sind das für Dummes? Das ist weiter links, wo ich Hilfe gebraucht hätte, weil da noch was Verstecktes ist. Links neben der Pflanze. Ja, wo jetzt unter dir, und hier. Und hier links, runter, wo ich stehe, weil ich muss die Lampe muss weg und ich komme da nicht, sonst nicht vorbei. Moment, warte mal. Unter mir, die Lampe? Erstmal nee. Die Lampe weg. Du kommst ja nicht nach links. Die Lampe hier, die hier vor mir liegt, die muss aus dem Weg, weil sonst komme ich hier nicht durch. Hier ist noch Sache. So. So, wenn du die Pflanze übrigens in die Lampe machst, kann man normalerweise da durch. Felix, machst du mal einen Schritt nach rechts? Mhm. Dankeschön. Ist hier noch irgendwas zum... Nee. Doch, da ist noch was. Ganz rechts ist noch was, ne? Ja, ich hab's gerade gesehen. Aber dann müssen wir uns irgendwie besser absprechen. Wo absprechen? Da, wo du... Ja, tschüss. Ich stehe ja zum Glück am Spiegel, Alter. Der hat frisst mich auch noch? Och, komm schon. Wir können die doch kaputt machen mit der anderen Pflanze? Nee, wir können das nicht kaputt machen, glaube ich, oder? Moment mal. Ich glaube, wir können die Pflanze nicht kaputt machen. Nö, können wir nicht. Und warum klemmt das da oben noch fest? Ja, sie ist auf die Lampe. Jump. Na, ja, und sie wechselt direkt zu mir und ich bin tot. Warte mal, Benni, wir machen das anders. Ich versuche die mal auf mich zu lenken.
Felix, du musst, glaube ich, dann nach rechts oben tatsächlich. Du bist schneller als wir. Geh gerade auf der Lampe. Ich hab die Lampe nicht mehr. Wenn du die Lampe kaputt machst, tot, weil du drauf springst, kann ich sie nicht damit ablenken. Ich bin tot. Hm. Muss ich schon wieder hoch? Ich könnte natürlich noch meinen Greifhaken können. So. Au. Kann sich nicht einfach einer kurz opfern? Ja, die Lampe, die müsste eigentlich auf der Lampe sein. Wenn du die Lampe ein bisschen bewegst und man vielleicht einen Schritt zurückgeht, Felix, man schon. Jetzt ist die Lampe. Ah, oh, das. Wie geht sie denn da direkt rüber? Das ist doch total schräg. Weil die, man glaube ich näher rankommt. Du musst glaube ich ein paar Mal zubeißen lassen, bis sie irgendwann keine Lust mehr hat. Sie hat irgendwann keine Lust mehr darauf, die Lampe zuzubeißen und lässt sie den Kopf so hängen. Ich glaube, darauf musst du warten, bis sie den Kopf hängen lässt. Oder man nimmt es einfach so. Na super, warum hänge ich noch hier unten rum? Aua. Ich bin runtergefallen. Ah, danke. Scheiße. Du bist auch runtergefallen. Naja. Oh, man kann nicht zu lange auf den Blättern stehen. Dann rutscht man einfach kann runter. Die halten? Was soll das Brett da? Lumi, was machst du da? Ich halte dir das Blatt. Was, du hältst das Blatt? Ja, kannst auch lassen. Ach so. Wenn es dir lieber ist. Na, ist es dir lieber oder soll ich es halten? Ich sterbe auch so. Da geht's irgendwo mal hin. Okay, schade. Was soll ich sterbe so? So, ich bin oben. Ey, man kommt doch einfach so hoch. Oh, wenn man nicht gerade. Scheiß Vorführeffekt, ha? Moment. Ja, spring hoch, danke, wenn das Lumi. Ding da. Schießt das Ding halt genau in den Weg. Ja, passt. Jetzt bin ich noch schön getroffen worden. Das Ding schwingt eigentlich von selber. Ich hätte einfach gemütlich gewartet. Das Ding schwingt von selber. Ja. That's what she said. Entschuldigung. Erst richtig schön rausdrücken und dann sagen Entschuldigung. Das ist irgendwie nicht. Das war zu früh. Irgendwie nicht so sinnvoll. Nee, wir brauchen das Ding wieder ganz rechts, oder? Sammel erst wieder ein bisschen und jetzt nach rechts ganz schnell. Er steht glaube ich nicht weit genug rechts dafür. Ja, doch. Toll, ich was ist denn jetzt mit der Kamera? Weiß ich auch nicht. Toll, das ist ja auch richtig geil, ey. Ah, du musst mit den Lampen erst die Glühwürmchen verangeln und dann folgen die Viecher erst dem. So, aber jetzt haben wir jetzt das wachsen lassen, was wir brauchten? Ja, ne? Nee, wir müssen noch. Müssen wir da nicht noch ist schon gewachsen. Kette machen? Was müssen wir machen? Eine Kette. Da geht's doch noch weiter. Hier gibt's doch noch andere. Ui, das ist ja ein cooles Boot. Heb uns an, Lumi. Kann natürlich sein. Nee, kann sie nicht, wenn wir drin sind. Meinst du, da sind noch andere? Weiß ich nicht. Jetzt ist aber auch das erste verschwunden, weil ich hab das halt aber verloren, ich weil einfach, ich hier rübergebeamt worden bin. Ich würde einfach. Sie ist schon gewachsen. Ja. Ich würde einfach sagen, Lumi, du nimmst die Lampe da in die Hand. Die hier liegt. Aber wir brauchen doch Wasser. Guck mal, da sind doch noch mehr. Ich sehe nicht, wo hier noch mehr Sachen zum Wachsen sind. Ich sehe nur Glühwürmchen. Ich bin mega verbackt gerade. Na toll, jetzt wird ich wieder gefressen. Das ist jetzt schön. Da, kommt's runter. Ah, ja. Ich weiß nicht, warum wir jetzt alle hier in der Ecke sind. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich auch nicht. Ist doch cool. Du kannst sie aber liegen lassen. Wer rennt zuerst los? Jetzt, einfach wenn es nach dem Glühwürmchen futtert. Was ist denn jetzt los? Ja, wir müssen auch irgendwie dahin. Das ist nicht nah genug. Ja. Ja, warte mal, dann lass mich das. Ich weiß ja, wer für solche. Ja, oder? Das ist auch eine Option. Komm, Lumi, hopps. Nein. Oh Mann. Schieb mich an. Hier, schieb an. Nein, für euch. Oh Mann, ich jetzt habt ihr da genug Schwung mit den Dingern. Oh Leute. Was? Mein Hammer ist ganz schön dick. Ich lache schon, Muskelkater, Scheiße. Was? Dein Hammer ist ganz schön dick? Ja, mein Hammer ist ganz schön dick. Lumi, wir brauchen das Ding hier oben. Hier, viel Spaß. Lumi, wir brauchen das Ding hier oben. Ja, wenn du nicht alle 5 Minuten raufspringen würdest, hätte ich es schon längst hochgeschafft. Alle 5 Minuten raufspringen.
5 Minuten sind eine lange Zeit. Guck mal, wo du das hin tust. Jetzt gib mir doch mal 2 Sekunden, meine Güte. Ich hab das Dach getroffen. Damit. Ach, warum tue ich mich überhaupt anstrengen? Weißt du was, Ben? Okay, ich hoffe, wir machen mal zu spielen. Es macht keinen Spaß, mit dir zu spielen. Ich versuche nur, euch zu helfen, dass ich da das Ding darüber schiebe. Irgendein komischer Sound wird die ganze Zeit abgespielt. 300 Mal pro Sekunde gefühlt. Das ist mein Hass. Das ist nicht gut. Was, dein Hass? Zu Abendessen der Sound ist. Einen Apfel. Wartet hier. Benny! Ja, ich hab was eingestellt. Oh. Ja, schön, dass du was eingestellt hast, Benny. Wie wär's, wenn du einfach von hinten schießt und nicht in die Nahkampfreichweite von den Dingern gehst? Das werden wir nämlich nicht einfach alleine lassen. Ja, danke. Alleine lassen. Red doch mit uns, anstatt einfach nur sich zu beschweren. Ich wusste nicht, dass hinter uns was gespawnt ist. Kann doch keiner ahnen. Oh, 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 das ist ja fies. Von hinten und von oben und von überall. Ah! Ja, wir sollten nicht gleichzeitig draufspringen. Ich bin tot. Ist verdient. Mhm. Ich auch. Jetzt sind wir wieder alle am Leben. Muss es wieder richten? Ich muss es wieder richten. Wer muss es wieder richten, ja? Was für eine Beleidigung aus Lumis Mund, du Mann. Ja, das ist eine sehr krasse Beleidigung. Okay. Wo geht's denn hier hin? Wow! Überfall! Überfall im Geheimversteck! Meine Schwester ist doof. Oh wow. Darfst du jetzt mal Hammer schmeißen? Doch schwirren alle um. Oh, nee, musst du gar nicht. Habt ihr das Gedicht euch angeguckt? Das ist super. Nee. Nee. Aua, ups, da war ja noch eins. Da ganz links ist übrigens auch noch eins, beacht auf. Über die Wand war es, aber ich glaube, ihr braucht mich doch. Das in mehrere Richtungen noch. Weil Lumi das dann her schiebt, glaube ich. Nee, nicht mehr. Ja, das. Mehr. Ja, nicht mehr, aber ich bin trotzdem. Du würdest ja darauf achten, denn ich habe ja extra geschossen, um dann das freizuschalten. Vor allen Dingen warst du nicht gerade oben am Respawn, Benny? Nein. Aber wahrscheinlich eine Sekunde zu spät. Euch, aber. Das müssen wir eigentlich alles haben, oder? Nee, da war doch noch was, oder? Ich hab doch nach unten geschossen. Da ist noch was über mir, hier, da. Warte, ich komm. Jetzt sag mal, wir haben hier alles. Ich hab auch noch eine Frage. Das war keine Aussage. Ich weiß nicht, ob hier noch oben noch irgendwas ist, aber ich vermute mal nicht. Au, 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 au! Oh, viel Spaß, Mann, echt. Jetzt, Benny. Ja, Moment. Wo bist du denn, Benny? Das war nämlich nicht Benny, das ist voll ungewohnt. Das kommt durch Felix. Mhm. Was? Der Lumi würde mich sonst immer Ben nennen und du hast jetzt mit Benny angefangen und jetzt nennt sie mich auch Benny. Ich glaube, ich nenne dich jetzt auch Benny, das macht es für mich auch leichter. Und dann ist nämlich der andere, der Xeli, ist dann einfach Ben. Aber der ist auch ein Benny. Du sperrst es übrigens bloß noch, ne? Aber ich komme da auch nicht hoch, glaube ich. Oh, ups, siehst du? Ich komme nicht hoch. Ja, nach da und dann nach ja, da. Ja, aber jetzt ist das hier voll anstrengend und so. Ach. Muss der Krieger so wieder alles richten, ja? Noch anstrengend. Hat geschrieben, wow, Ben, voll die Freude mit dem Gedicht, Lumi und Felix. Nee. Ich glaube, wir haben deine Enthusiasmus. Das Gedicht war voll lustig. Vor allen Dingen, Lumi springt jetzt einfach weiter nach unten. Voll sinnvoll. Wo wollte ich denn hin? Du musst oben auf das Blatt drauf. Also ich weiß wieder, wie das Rätsel zu lösen ist, aber ich bin gespannt, wann ihr drauf kommt. Wir müssen nach oben, über uns, das Ding kommt da raus, wenn ich hier... Ach nee, ich kann hier loslassen. Nevermind. Nee, kann ich nicht. Genau. Das ist das Problem, ich kann hier nicht loslassen. Aber ich kann euch doch da oben helfen. Indem ich es runterziehe. Ich glaube, du kannst nicht ziehen, oder? Aua. Ich kann's nicht ziehen. Ich weiß, wie das Rätsel zu lösen ist, aber ich... Kann auch einfach stehen Haha. Okay, du kommst auch so hoch, aber. Lumi, guck doch mal hier rechts unten. Da ist so ein schönes Rad. Was könnte man denn mit dem Rad und den Knubbeln dran machen? Nee, nicht das Rad bewegen. Wenn die das gerade schon so gesagt hat, nie festhalten. Nicht das Rad bewegen! Nicht das Rad bewegen! Lumi, was kann man noch mit einem Rad machen, wo Knubbel dran sind? Du hast bestimmt im Maschinenbau gefehlt, oder? Meinst du es mit einem Seil befestigen? Oh.
Was kannst du denn machen? Du kannst Planken und Vierecke machen. Da ist ein Knubbel dran. das dreht sich in eine Richtung, wenn ich loslasse. Was könnte wohl passieren? Dann müsstest du es irgendwie hinkriegen, dass das drunter passt. Ach, du willst, dass ich es verkeile? Ja! Du machst es halt so, dass ich nicht mehr an den Schalter komme, weil du hier einen Haufen Zeug reinballerst. Hau dir das Scheiß kaputt. Die Planke brauchst du nie. Du brauchst ein kleines Viereck zum. Oder du kannst es, glaube ich, nicht so verkanten, weil das ist einfach. Ja, das schiebt's raus. Nee, es ist zu flach. Du brauchst ein kleines Viereck. Lass mich doch erstmal das Ding hochmachen. So, wenn ich jetzt loslasse, reicht das schon? Doch nicht. Du brauchst halt ein Viereck, eigentlich, was genau drunter passt. Ja, aber kannst du ein kleines formen, du musst dir diese großen Teile machen. Immer noch zu groß. Ja! Ja, und jetzt noch näher ran. Ja, so. Perfekt! Jetzt soll uns das reichen da oben, um hochzukommen. Bezweifle ich. Ich guck mal. Du willst da hochkommen? Nö, reicht nicht. Weil man links hochspringen kann einfach. Wie wär's damit? Warte mal, ich kann doch auch noch ein Türmchen bauen. Hier, du kannst hier einfach hochhüpfen. Eine Stapel? Nee, ich wollte ein Türmchen bauen, dass wir näher dran sind. Warte Denk mal. Dran, wenn du zu viele machst, geht da die Verkeilung weg irgendwann. Ah, das ist natürlich ein Punkt, ja. Wie kann man den hier noch gleich kaputt machen? Stapel da einfach drauf. Ja, lass sie fallen. Ja. Und jetzt klettert er da hoch. Hab's. Du kannst an deinem eigenen Turm hochklettern, du hast doch extra Stufen reingemacht. Ich hab Angst, dass ich einen Umbau umschmeiße. Umbau? Umschmeißen, was geht. So dick bist du hier nicht in dem Spiel.